Hallo und herzlich willkommen zurück, ja, zu The Last Guardian. Wir waren ja hier letztes Mal stehen geblieben und ich komme ja gar nicht mehr nach oben, weil ich ja schon runtergesprungen bin. Jedenfalls müssen wir, Trico dazu bewegen, uns zu folgen, damit wir wahrscheinlich dann auch vorankommen. Ja, und wir haben so viel bereits erlebt. Ich denke mal, ja, wir wollen ihm bestimmt zu seinen Gefährten bringen. Oder Artgenossen. Oh, ich muss aufpassen. Denn genau das passiert. Okay, ich wäre wahrscheinlich runtergefallen. Und wir müssen da nach drüben, genau nach da hinten, glaube ich. Sieht nämlich nach dem Weg aus. Und das ist von der E3-Demo hier. Das hat man schon mal gesehen. Okay, ich muss jetzt Trico dazu bringen. Das Problem ist nur, wenn Trico ihn anguckt und dann bewegt sich das alles. Das ist wie so eine kleine Behinderung. Okay. Gut. Ja, wie gesagt, für all diejenigen, die die letzte Folge verpasst haben sollten oder überhaupt noch keine Folge gesehen haben sollten, in der Videobeschreibung findet ihr zu diesem Spiel alle Folgen, die bis jetzt veröffentlicht wurden. Oh, Trico, was ist los? Ja, ich komme ja so nicht rüber. Ich denke mal, ich muss rüberspringen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, sonst wäre es ein tiefer Fall gewesen, ne? Ich finde es auch vor allen Dingen sehr beeindruckend, wie vorsichtig Trico mit unserem Freund, dessen Name ich nicht mehr kenne, umgeht. Okay, macht irgendwas. Manchmal bewegt er sich und manchmal bewegt er sich halt nicht. Hui. Ich wollte dich eigentlich streicheln, aber dann lasse ich das sein. Ja, da hinten ist ein weiterer Spiegel. Ich denke mal, Trico wird dann auch nicht hier nach vorne laufen. Also müssen wir was anderes machen, denke ich mal. Okay. Trico müsste ja eigentlich da nach drüben gehen. Aber das tut er nicht, weil der Spiegel, ihr seht es ja gerade, hat vor dem Spiegel Angst. Und das müssen wir jetzt zu unserem Vorteil nutzen. Und wir sehen ja schon, was wir machen müssen. Wir werden den Spiegel einfach nur runterkullern lassen, ne? So, mehr Anlauf braucht er nicht. Und man sieht schon, der ist da wieder befestigt. Das heißt also, wahrscheinlich wird es denn hier zum Einsturz führen. Ja. Okay, ich muss springen. Oh nein, erwischt uns nicht. Ah, zum Glück. Oh, stürzt alles ein. Boah, das ist ein gewaltiger Sprung. Ich muss nach oben. Trico, ich bin schon auf dem Weg. Ich glaube, ich muss ihm helfen, sonst wird er wahrscheinlich nicht nach oben kommen. Na komm! Da, komm! Hier, Trico! Ja, das war sehr knapp.
Genau zum rechten oder zum ja, richtigen Moment ist Rico hochgesprungen. Das hast du gut gemacht. Und er hat einige Federn verloren. Ja, bis jetzt war die Reise ganz schön heftig, ne? Okay, haben wir irgendwas, was wir ihm geben können, damit er was fressen kann? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Denke ich mal. Okay. Ich bin gespannt, was hier noch alles passieren wird. Okay, hier geht's erstmal nach oben. Der Durchgang ist ganz schön eng. Und hier schon einiges eingestürzt. Leider habe ich nichts zum Fressen gefunden, mein Freund. Sein Blick ist irgendwie total niedlich. Okay, wir müssen übrigens weiter. So wie es aussieht, können wir hier lang und Trikot wahrscheinlich auch. Okay. Erstmal gehe ich hier lang. Mal gucken. Oh mein Gott. Ich glaube, da oben geht es nämlich zu Trikot sein Nest. Oder vielleicht da nach oben. Vielleicht auch dem Turm nach oben. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber ihr seht ja, da ist der nächste Spiegel. Okay. Trikot, was ist los? Oh mein Gott. Ah, da ist ein Spiegel. Jetzt weiß ich auch, warum er gerade so merkwürdig. Ja, okay, er ist aggressiv. Was war das gerade? Okay, ich muss die beiden übrigens ablenken hier. Ja, komm, beweg dich, beweg dich. Oh, das ist knapp. Oh, da oben ist was. Ich glaube mal, da müssen wir auch hin. Okay, mal gucken, ob ich Trikot herholen kann. Nee, ich glaube, der hat zu viel Angst vor dem, was da auf ihm warten könnte. Okay, ich habe eine Idee übrigens. Mal gucken, ob es funktioniert. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, warum habe ich losgelassen? Ich wollte springen, aber... ich weiß aber, was ich tun muss. Ist also kein Ding. Müssen wir nochmal machen. Die Steuerung ist sehr merkwürdig. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, ne? Okay. Aber bevor ich das mache, ich gehe mal kurz die Kette. Springst du auch mal dahin, wo ich hin will? Und zwar. Ja, hier oben. Ah, guck mal, hier oben gibt es eine Stelle, wo wir hinspringen können. Ja. Deswegen hole ich ihn auch schon sein Fressen. Das schmeiße ich erstmal runter. Dann muss ich den noch aus dem Weg räumen hier. Weil sonst laufen wir dagegen. Also, ich werde es mal so machen. Und ja, das ist gut. Jetzt müssen wir nämlich dasselbe nochmal machen. Nur, dass ich diesmal versuche, natürlich nicht runterzufallen, sondern rüberzuspringen. Ist nicht so einfach, weil die Kamera nämlich macht, was sie will. Das ist nämlich, was mich extrem nervt. Ja, schön, wie es funktioniert hat. Ach, Mann, ey. Och, das ist so nervig. Seht ihr, das ist nämlich, was ich meine. Die Kamera ist einfach sehr beschissen. Ja, wirklich sehr beschissen gemacht.
hört sich an wie ein Gewitter. Wie? Ja! Ich bin oben! Das gibt's nicht! Und jetzt den Spiegel runterhauen! Danke, Trico! Hau sie weg! Die Schweinebande! Ja! Er ist immer noch mies gelaunt. Aber ich habe ja was zum Futtern für ihn. Ich habe ja schon vorgedacht. Ja, also wenn man das nicht gesehen hätte, ich glaube, dann hätte man hier stundenlang verbringen können. Trick, wo ich bin's. Oh, er hat das Futter weggeschmissen. Er hat das Futter weggeschmissen. Das ist doch nicht dein Ernst. Nee, da hinten liegt's rum. Okay, aber wie kriege ich jetzt... Wartet mal, ich glaube, ich habe eine Idee, was ich machen kann. Die Kette ist bestimmt aber auch dazu da, um... Ja, lass los! Warum macht der nicht, was ich will? So, also. Ich werde mir jetzt was zum Futtern geben. Okay, das hat ihm fein gemundet. Also, ich denke mal, dass man ja das nehmen kann, die Kette, um damit eventuell den Bereich zu öffnen da vor uns. Ja, aber damit geht's auch nicht auf. Gucken, hat er irgendeine Idee? Es kann ja auch sein, dass wir eigentlich nur da... Ja, okay, ich hab's schon gesehen. Mal gucken. Also wenn er da rüber springen kann, ist er gut, ne? Kannst du's? Ah, okay, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Ich da jetzt rüberspringe. Okay. Mal gucken. Ja, es ruckelt gerade deftig. Dafür kann ich übrigens gar nichts, ja, also. Okay, ich sehe gerade was. Okay, kann ich irgendwie schon diesen... Ich würde den Spiegel schon vorher zerstören, bevor ich das aufmache. Weil sonst kriegt unser Trico wieder mächtig Angst. Okay, da ist was zum Futtern. Aber ich kann ja auch nichts machen, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass man eventuell... Ja, wir werden schon eine Möglichkeit finden. Ich mache jetzt erstmal das Tor auf. Boah, das ist ganz schön knapp hier. Der Junge rennt auch, ne? Der rennt gleich. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil... Er kann nur entweder schleichen oder rennen.
So, ich mach schon die Tür auf. Ich finde es übrigens lustig, wie er immer das Tor anguckt, wenn sich sowas bewegt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das Ding muss man aber auch... Oh. Er hat einfach Angst, ne? Ich denke mal, das Geheimnis wird irgendwo hier sein. Ich weiß ja nicht, was er da sieht, ne? Ich meine, er sieht aus wie ein Auge, so ein bisschen. Oh, das wird ein Hin- und Her-Gespringe hier. Oh, das könnte ziemlich... ziemlich merkwürdig werden. Okay, er riecht was. Kannst du mich da nach oben führen? Mein Freund? Ich glaube, hat er das verstanden? Ah. Na? Habe ich das jetzt unterbrochen? Okay. Jetzt nicht zu viel bewegen. Und bitte. Wäre natürlich lustig, wenn er das trotzdem irgendwie kaputt machen könnte, ne? Ich gebe ihm mal nochmal was. Mensch, ich hab's dir doch runtergeworfen, Trico. Ah. Okay, ich muss... Ja. Oh, das... Das sieht nicht sehr stabil aus, wenn er mich fragt. Oh, das wird knapp. Oh, das... Das ist knapp, Mann. Ich frag mich echt, was das für ein Reich einst war, ne? Das muss eine, ja, gewaltige Hochkultur gewesen sein. Okay, und jetzt müssen wir darüber. Oh! Was? Wieso hängen? Oh, das war mega heftig knapp, war das. Okay, ich sehe es schon kommen. Ja, oh. Alter Falter, das ist ja... Junge, heute ist voll die Anspannung vorhanden. Okay, kann ich jetzt irgendwie den Spiegel...
kann gerade gar nichts machen. Na. Oh, ist ja mal kompliziert. Warum kann er denn da jetzt auf einmal nicht... Ich verstehe es nicht. Warum kommst du denn da nicht hoch? So hoch ist es doch gar nicht. Ich bin verwirrt. Ja, ich weiß, dass du da nicht lang kannst. Ich bin auch die ganze Zeit... Ich verstehe jetzt bloß nicht, wie es weitergehen soll. Das ist vielleicht strange hier. Na, ich glaub's nicht. Also wisst ihr, das Einzige, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, was man mitunter machen muss. Ich meine, muss ich da weiter nach oben klettern oder wie? Das verwirrt einfach. Ich meine, ich habe ja hier nicht vor, jetzt auszumachen, aber wenn ich nicht weiterkomme, was bleibt mir anders übrig? Okay, ich sehe ja, dass man weiter nach oben kommen kann. Man muss ja nach ganz oben klettern, das sehe ich schon. Das Problem ist nur, wie soll ich da hochkommen? Ja, weiter hoch kann ich ja nicht. Das geht halt nicht. Okay, ich habe eine andere Idee. Vielleicht geht es ja. Okay, das ist jetzt eigentlich totaler Nonsens. Eigentlich hätte er sich da alleine festhalten können. Aber das Spiel, ja, gibt es halt so vor, ne? Okay, und jetzt komme ich mich da nach oben. Und dann... Hier rüber. Okay. Ist ein bisschen schwierig, weil man muss es anpassen. Aber ich bin jetzt gleich ganz oben. Und dann muss ich darüber springen wahrscheinlich, ne? Und jetzt? Weiter nach... Okay, und wahrscheinlich muss ich dann darüber springen, oder? Es ist ganz schön schwierig. Wartet mal, muss ich... Ich muss als erstes erstmal nach ganz oben. Wow. Alter, das ist ja... Dass er sich das überhaupt zutraut, ne? Wie tief es darunter geht. Ich dachte schon, ich falle runter. Und jetzt muss ich mich da nach oben. Und wahrscheinlich kann ich dann irgendwie das lösen, denke ich mal. Das sieht so aus, als ob man das lösen könnte. Oh, das gefällt mir gar nicht. Oh, ja, hallo Junge, lauf noch schneller und... Ah! Ah! Und somit fällt's runter. Okay. Würde er mich jetzt auffangen? Ich probier's mal.
Nee, er springt drüber, er springt drüber, er springt drüber. Ich muss rüberspringen. Oh. Oh, das ist knapp. Oh, ich muss eigentlich ausmachen. Okay, wartet mal. Jetzt müssen wir nach da drüben. Okay, er hat's verstanden. Ich glaube, er weiß jetzt von alleine, was er tun muss. Das sieht nicht sehr stabil da drüben aus. Wow. Er sieht da schon wieder... Ach, wegen dem Spiegel. Oh oh. Gut. Naja, dann denke ich mal, muss ich jetzt erstmal wieder zu Trico. Und von da aus dann weiter nach... Da vorne, wisst ihr? Wie soll ich denn das machen? Ich springe. Ah! Okay. Alles gut. Alles gut, Trico, mein Freund. Ich dachte schon, um mich wäre es geschehen. Okay, aber beim nächsten Bereich muss ich definitiv ausmachen. Anders geht's halt nicht, weil ich bin eigentlich schon fast über meine Zeit... Weiß er jetzt, was er tun soll? Ich weiß nämlich mitunter nicht. Oder warte mal, müssen wir vielleicht erst da hoch? Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Das ist schon voll geil. Trico, ich weiß halt auch nicht weiter. Ich sehe hier auch nicht durch. Hier geht's nirgendwo lang. Hat er gerade genickt? Jetzt geh doch einfach mal da drüben. Wisst ihr, das ist, was ich kapiere. Genau das ist für mich was. Och Mann, ey, was macht der Junge denn hier für Scheiße? Trico weiß ganz genau, wo es lang geht. Er muss doch einfach nur nach da. Wow. Oh. Geh doch mal zu Trico! Nein! Warum hat der Junge sich nicht festgehalten? Nee, das ist so... Strange. Meine Fresse, das kann einfach nicht... Okay, jetzt machen wir es nochmal. Nur diesmal muss ich schneller sein. Ja, der Spiegel fällt nicht runter, obwohl mehr als an der Kante ist. Okay, also jetzt nochmal. Ich muss mich jetzt sehr schnell beeilen. Hallo? Nein! Junge, was machst du denn, Alter? Oh, war das knapp, Mann.
Oh mein Gott. Wo geht's lang? Trigo, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Und es wird dir gar nicht gefallen. Oder müssen wir vielleicht erst nach oben? Ich habe hier halt keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ah, okay, ich muss... Mann, warum macht denn der Junge so eine Scheiße? Ich verstehe das nicht. Hallo, Junge, Alter, du bist nervig. Also, erstmal muss ich nach oben. Nach unten bringt es halt nichts. Ich muss jetzt nach oben klettern und von da aus muss ich die Brücke runterlassen. Und dann machen wir aus. Ich weiß ja nicht, wie lange Trico da durch... Was macht der Junge denn da eigentlich? Also das kapiere ich nicht. Aber jetzt geht's. Tut mir leid, Trico. Okay, ich muss die Brücke runterlassen. Trico hat Angst. Ist so, oh, wow, ist selbstverständlich. Ich wurde wahrscheinlich auch nicht anders. Oh mein Gott. Das ist ja sehr geil. Ich muss nach oben. Geh doch mal nach. Oh, Mann, warum macht der Junge das immer so? Ich muss jetzt sehr schnell sein. Das hat gut funktioniert. Ich sehe nicht so viel. Boah, das ist knapp, Junge. Ah, und da ist ein Schalter. Ich denke mal, ja, dass das jetzt funktionieren wird. Jetzt müssen wir nur noch hochlaufen. Danach. Und dann müssen wir es geschafft haben. Der Junge ist nur mitunter ein bisschen langsam. Das ist sein einziges Problem. Okay, komm schon. Wir schaffen es. Ich muss da durch. Hoffentlich geht das Tor danach gleich wieder zu. Oh mein... Was soll ich jetzt machen? Boah, das ist ja mal richtig mega unfair, Alter.
viel zu übertrieben, wie viele Gegner man mir hier vorm Tisch setzt. Ey, ich muss danach ausmachen, Leute. Das geht halt nicht anders. Das ist mir echt zu anstrengend hier. Bin ja eigentlich schon weit über meine Zeit drüber, ey. Das ist voll nervig. Und dann vor allen Dingen, warum tauchen da wieder so eine Statuen auf? Das ist einfach nur so ein bisschen, was ich komisch finde. Und jetzt? Ah, hier lang. Ey, jetzt kommen wir hier nicht noch mehr von den Viechern vor, oder? Ja, Leute, ich habe jetzt keine andere Wahl. Ich muss jetzt gleich hier ausmachen. Das geht halt nicht anders. Weil 38 Minuten, das ist schon so eine ziemlich hohe Summe, ne? Ja, es hat mich trotzdem gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Wir haben ja einiges heute geschafft. Wäre natürlich besser gewesen, wären wir noch ein bisschen weitergekommen. Aber das macht gar nichts. Beim nächsten Mal kommen wir wieder ein Stückchen weiter. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Also, bis denn und tschüss.